Ich habe das Gefühl, wir haben bald die erste Etage durch. Das wäre sehr schön. Wenn wir denken, das ist das fünfte Leben oder so ist. Also ja, abgesehen von dem Augenboss natürlich. Aber wie gesagt, den gehe ich nicht an, bevor ich nicht meinen Doppelsprung habe und Dash und was weiß ich. So. Und warum lebt ihr eigentlich noch? Oh, Tagebucheintrag Nummer 3. Zack, 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 so. 2000 Gold. Und sogar noch ordentlich Lebenspunkte. Wow. Doch. Und hätten wir jetzt einen Paladin gehabt und keinen Barbaren, wäre es, glaube ich, noch einfacher gegangen. Weil der ja noch mehr Schaden macht. So. Ich drücke immer wieder drauf, um zu gucken, wo es weitergeht. Okay, wir müssen nach links. Wir müssen nochmal nach links und dann zweimal nach rechts. Was jetzt komisch klingt, zweimal nach links und zweimal nach rechts zu gehen. Aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Genau, nämlich hier lang rechts. Da, wo wir springen mussten, um auszuweichen. So, und jetzt da rechts. Alle hopp. Alle hopp. Alle hopp. So, jetzt sind wir wieder im Wald. Und ich glaube, obwohl ich es nicht sehen kann, dass wir jetzt einmal durch das erste Gebiet durch sind, mit ein, zwei Ausnahmen, außer dem Boss auch noch. Was ich eine ganz gute Leistung finde. Und wir haben keinen Doppelsprung. Ist mir gerade mitten beim Fallen aufgefallen. Deswegen dieser Ausruf. Oh. So. Oh. Okay, kaputt. 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 Sehr schön. 2060 Gold. Ein einigermaßen einfacher Raum. Und noch mehr Gold und eine Kiste und überhaupt. Schöne Sache. Hihihihi. 2350. Und warum sieht unser Umhang eigentlich aus wie ein Blutcape? Oh. Oh. Ich glaube, den Roll überspringe ich. Au. Lebenspunkte sehen echt nicht gut aus. Komm schon, ein Hühnchen aus den komischen Tannendingern da. Nee. Oh, Hühnchen vom Boss. Sehr schön. Das war Alexander. Den würden wir jetzt nicht schaffen, weil wir nicht noch Schaden an ihm machen. Denke ich mal. Oh. Was haben wir da? Glücksspiel. Nö. Okay, müssen wir hier lang. Und hopp. Oh, sehr schön, Hühnchen. Die haben es in diesem Dungeon hier aber auch mit den Feuerballschießern. Ich darf gleich nochmal zurück. Sehr schön. Ah, hopp. Oh ja, gutes Trainingscamp. Hopp, hopp. So, ich kann immer noch nicht auf die Karte gucken. Weißt du was? Ich mache jetzt einfach mal Alexander. Oder ich probiere mich an ihm. Einfach nur um zu gucken, wie viel Schaden wir bei ihm machen würden. Und wie viel kleinen Viecher er spawnt, bevor wir draufgehen. Ja, es ist schon mal nicht sehr viel Schaden. Oh. Ja, du hast ganz große rosa Feuerbälle, ist okay. Oh. Komm schon, Hühnchen, irgendwo Hühnchen. Nee. Oh. Gegner droppen auch nicht zufällig irgendwann mal Hühnchen, oder? Nein, das wäre wohl zu einfach. Haha, und damit haben wir es, glaube ich, gerade bewiesen, dass die Gegner nicht bei ihm spawnen, sondern einfach so random auf der Karte. Was mir jetzt auch nicht so viel wirklich hilft, aber hey. Oh.
Und was war nochmal meine Argumentation, mit dem New Game Plus Plus aufzuhören? Weniger Projektile auf dem Bildschirm. Genau. Und jetzt bin ich tot. Aber ein würdiges Ende für unseren Sir Piggledy. Eine Reihe Gegner voll, anderthalb Reihen Gegner voll. Das hat noch keiner vor ihm geschafft. Also in diesem neuen Spiel. Ja. Paladin mit keiner Fähigkeit. Und der ist irgendwie der Ansprechendste für mich. Als ein Paladin ist und kein Magier. So 3290 Gold. Wir hätten gerne zuallererst die Sprintenrune, bevor ich sie jetzt schon wieder vergesse. Da. Sprinten. Oh, Doppelsprung. Ja, das macht das Ganze schon mal wesentlich einfacher. Dann hätten wir gerne die Brustplatte, die wir freigeschaltet haben. Nämlich die da. Mit mehr Rüstung. Und die Dinger auch noch. So. Jetzt haben wir 2040 Gold für die normalen Upgrades. Und da hätten wir gerne den Shinobi. Ja. Häckel könnten wir freischalten oder Crit-Chance. Nö. Angriffskraft. Und der Rest ist zu teuer. Okay. Also ich bin ein Paladin mit einer besseren Rüstung. Mehr Angriffskraft, also dürften ein paar Gegner jetzt schon One-Hit sein. Also ein paar mehr als vorher. Vorher waren es, glaube ich, nur die Augen, diese komischen feuerballschießenden Stacheln und das war's. Genau, Ritter One-Hit. Das ist sehr schön. Magier One-Hit? Fragezeichen. Jo. Muhaha. Also wir brauchen den Shinobi eigentlich gar nicht mehr. Außer vielleicht für die Bosse. Nee. Na gut. So. Oh. Oh, ist das schön, alles one-hitten zu können. Ich bin ein Shinobi in einem Plattenpanzer. Und mit einem Schild, das ich nie benutze. So, du bist ein Hau-Ritter. Zink. Square Chestplate. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht, weil wir ja schon die Ritter-Chestplate haben. Oh, und ich habe jetzt Dash, fällt mir gerade auf. Dash, spring. Sehr schön. Dann können wir jetzt gleich wesentlich mehr Rätsel machen. Und den ersten Boss angehen, sobald wir genug Gold gesammelt haben. Und. Hätte ich jetzt Dreifachsprung gebraucht. Aber ja. Das erste Projektil habe ich erfolgreich dank Doppelsprung abwehren können. Dash, dash. Oh. Zing. So, was fehlt jetzt so noch als nächstes, damit wir eine gute Ausrüstung... Ah. Weg hier. Gute Ausrüstung haben. Die Blutrune. Blutrune ist... Ah. Oder das Wichtigste als nächstes. Sonst sind unser Leben doch arg begrenzt. So. Hast du mal einen komischer Raum? Die ganzen Geschosse waren doch ein wenig zu viel. So. Irgendwo turnt noch ein Ritter rum, aber den ignoriere ich erstmal. Weil wir hier, wie gesagt, keine Blutruhe haben. Sonst würde ich alles töten. Oh, apropos alles töten, Blutrune und so. Der Lich King könnte noch richtig interessant werden, wenn wir jetzt so ein bisschen mehr grinden wollen. Weil wenn wir wirklich vier Gebiete vollkommen clearen, dann muss der richtig viele permanente Lebenspunkte haben. Also am Ende. So. 800, 900 Gold. Und der ist gleich tot. Wieso bist du jetzt schon tot? Das finde ich nicht ganz so toll. Du hast die Tausender-Marke noch nicht erreicht. Oh, nee. Oh, kaputt. Ah, wir sind inzwischen weit genug vom Eingang weg, dass die Gegner jetzt mehr aushalten. Und warum komme ich da nicht hoch?
Ah, okay. Zink. Na, schieß doch. Zink. So. Oh. 980. Und 1010. Sehr schön. Du darfst jetzt sterben, wenn du willst. Aber ich glaube, er will nicht so ganz. Und Lebenspunkte, ja, nee. Mit dem Sterben wird das nichts. Oh. Oh. Ja. So. Aha. Netter kleiner Abstecher. Ist 4 Schadenspunkte. Ja, so, weg. Weil ja, Maya sollten wir nicht so wirklich angehen. Also in New Game Plus und New Game Plus Plus haben wir gemerkt, dass das nicht mehr so wirklich viel Unterschied macht, in welchem Gebiet man sich aufhält. Aber hier in dem stinknormalen New Game ist das ein tierischer Unterschied. Oh, da unten war noch ein bisschen was. Zing. Hühnchen. Hühnchen. Nö. Und da waren wir schon, aber die Ritter sind noch nicht tot. So, und euch können wir nicht töten. Also könnten wir, wenn wir einmal rumlaufen wollen würden, aber das will ich nicht. Ah. Oh, eine schöne Truhe. Eine metallbeschlagene Truhe. Das heißt, da ist bestimmt eine Blaupause drin. Blutschwert. Unser erster Blutgegenstand. Wobei das Schwert zieht das auch Lebenspunkte ab. Da war ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, es gab eins, das zieht keine Lebenspunkte ab. Ein Gegenstand. Müssen wir gleich mal gucken. Eventuell macht es da noch mehr Schaden, was denn eine Sofortqualifikation wäre für Ausrüstung. Ein Random Teleporter. Nö. Oh. Achso, wir haben ja Dash. Okay. Ich dachte schon, ohne Dash versuche ich sowas gar nicht erst. Auf der anderen Seite ist auch noch so ein Ding. Oh, hallo, anderer Raum. Schön, dich auch mal zu sehen. Aber ich wollte eigentlich hier weitermachen. So, erstmal alle Projektile ausschalten. So. Ihr seid 2. 3 sogar. Okay. 1510. Ching, 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 ching. Boah. Es sah kurzfristig nicht so gut aus mit dem Charakter hier. Oh, wir sind in dem schwarzen Magier-Boss-Ding ins Raum. Dann kriege ich die beiden gebacken. Nicht so. Wo geht's raus? Hahaha. Hier geht's raus. Okay. Kein Kämpfen. Ist mir egal. Oh, interessanter Raum. Hühnchen. 3-mal Hühnchen. Sehr schön. Wo geht's denn weiter? Nach links und nach unten. Da könnte es ja schon fast zur Hölle gehen. Oder? Ein bisschen mehr noch. Aber ja, demnächst. Nein. Links geht's hoffentlich auch noch. Ja, links geht's auch weiter, bei fast genau dem gleichen Raum. So, hops, hops. Oh. So, und der Schweck. Weg, 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 weg. Nicht schön. Oh. Und hier ist Ende im Gelände. Hier geht's gar nicht weiter. Nein! Das heißt, ich muss jetzt über den Raum zurück. Muss danach gleich in noch so einen Raum. Aber ich probiere mit Doppelsprung und Dash und... Wow! Nee. Wir werden gleich in den Stacheln enden. Zumal ich da, glaube ich, auch gar nicht... Jetzt hinkommen, ohne gegen die Stacheln oben zu springen.
Und so starb Sir Arthur Jallur mit mehr als anderthalb Reihen. Ich glaube, das könnte ein neuer Rekord sein. Oh ja, machen wir jetzt mal eine kleine Pause. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass das eine gute Entscheidung war. Es macht mir auf jeden Fall wieder mehr Spaß zu spielen, als dieses ewige Sterben nach 4-5 Leben. Ich hoffe, euch gefällt es auch soweit und wir sehen uns gleich wieder.